kann von da nicht mehr bewegen. So. Ja. Ja. Lauf. Lauf. Gut. Ja, ja, so können wir.
was Frank nicht so So, jetzt haben wir das jetzt machen mit die Hand, oder? Nein, ja. Aber da oben die Tür zu sein, gell? Ja. Ja, ist gut. Ausgesehen! Was sich hinter dieser Tür verstecken tut, bleibt für die meisten Schlosssucher ein Geheimnis. Das Schaffhauser Fernsehen lüftet den Schleier und zeigt Ihnen, wie das Schloss Herblingen, das 930 Jahre alt ist, wirklich aussieht. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen auf Schloss Herblingen. Darf ich Sie gerade vorausgehen? Was sich hinter dieser Tür befindet. Stopp. Was sich hinter dieser Tür verbergen tut, das bleibt für die meisten Schlossbesucher ein Geheimnis. Ein Schaffhauser Fernsehen lüftet den Schleier und zeigt Ihnen, wie ein Schloss Herblingen, das 930 Jahre alt ist, wirklich aussieht. Läuft. Was sich hinter dieser Tür befindet, das bleibt für die meisten. Noch ein bisschen warten. Was sich hinter dieser Tür befindet, das bleibt für die meisten Schlosssucher ein Geheimnis. Ein Schaffhauser Fernseher lüftet den Schleier und zeigt Ihnen, wie das hinter den 930 Jahre alten Mauern wirklich aussieht. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen auf Schloss Herblingen. Darf ich gerade vorausgehen?
Sagen Sie, ob er okay ist? Gut. Da sind wir im Parterre vom Schloss. Wir brauchen den Raum zum Essen, zum Aperitif. Wie Sie sehen, wir sind Sammler. Von überall her hat es da Sachen. Da haben wir zum Beispiel eine niederländische Grablegung. Das ist etwa 1460. Um in der gleichen Region zu bleiben, haben wir da drei farbige Delft. Platte. Das farbige Delft ist der Vorgänger vom blauen Delft. Da haben wir einen französischen Renaissance-Tisch. Es ist ursprünglich ein Bibliothekstisch gewesen und wir brauchen ihn als Esszimmertisch, wenn wir Besuch haben. Und der Tisch ist selten, man kann den verbreitern auf beide Seiten. Und nicht wie normal ein Tisch, wo man ausziehen kann. Das ist ein Verbreiterungstisch. Da sehen Sie eine Truhe, eine französische gotische Truhe. Das ist auch 15. Jahrhundert, also um 1450 rum. Ein sehr seltenes Stück mit dem reichen Eisenbeschlag. Weiter vorne haben wir. Jetzt ist. Jetzt bin ich draußen. Wir befinden uns jetzt da in den Parterre-Räumlichkeiten vom Schloss. Wie Sie sehen, haben wir fast ein bisschen viele Sachen aufzuhängen und rumzustehen. Aber als Sammler holt man sich Zeug von überall her. Wir haben da zum Beispiel eine niederländische Grablegung. Die ist um ungefähr 1460. Aus der gleichen Region, aus Delft, stammen die farbigen Platten. Die Platten, die farbigen, sind die Vorgänger vom blauen Delft. Als Esstisch da braucht man den französischen Renaissance-Tisch. Es ist ursprünglich ein Bibliothekstisch. Und der Bibliothekstisch hat man können verbreitern, was sehr selten ist, mit zwei Einlagen, auf beiden Seiten eine. Und so hat man einen sehr angenehmen Esstisch, wenn man Besuch hat.
Wir essen an diesem Tisch auch nur, wenn wir Besuch haben. Auf dem Tisch haben wir zwei Renaissance-Altarleuchter. Es ist easy. Die haben wir dann zu brennen, wenn wir anfangen zu essen. Als Esszimmerschrank hat es hier einen lombardischen Renaissance-Schrank. Es ist alles aus einem Stück gemacht. Es ist ein sehr hübsches Stück. Da haben wir eine Truhe. Das ist eine französische Truhe. Auch 15. Jahrhundert. Die ist etwa um 1450 herum. Es ist ausgesprochen reich beschlagen mit dem alten Eisen. Man darf wieder nichts sagen. Sie geben mir wieder ein Zeichen, gell? Da haben wir einen Tischaufsatz. Es ist Bronze vergoldet. Es hat Dresdner Porzellanfiguren an allen vier Seiten. Das Ganze stammt aus der Louis XV-Zeit. Da haben wir ein Renaissance-Cheminée. Wir haben das nachträglich einmal reingemacht, an einem alten Chemie angehängt. Und obendrauf haben wir Fayence-Zunftkrüge. Meistens hat man ja für das Zinnkanne, aber da haben wir Fayence-Zunftkrüge. Zum Beispiel das ist jetzt ein Krug von der Zunft zur Schneiderin. Wie Sie sehen, hat es Schere drauf. Um den Tisch herum haben wir eine Gruppe von aus Basel. Das sind Basler Louis XV-Fauteuil. Es ist der alte Junk drauf und die alte Farbe, sie sind gefasst gewesen. Da ist noch ein Sofa dazu. Man sitzt da sehr gern vor dem Cheminée, was sehr gut bringt. Dann beim Fenster haben wir es als Buch. Es ist ein altes Messebuch. Wie man das früher alles gemacht hat, alles handgemalt auf Pergament. Ganz da vorne haben wir unsere Essecke, wenn wir allein sind, ohne Besuch. Und so sehen wir dann aufs ganze Tal. Aber es ist sehr eine gemütliche Ecke. Und man sieht so alles, was drauf kommt und drauf fährt. Und da essen wir meistens. Jetzt haben wir den Batterie-Kanal los, weil ich wieder los.